Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Haus und Bau, Ihrem Wohnbaumagazin. Wir befinden uns heute bei der Bauen und Energie 2011 in Wien. Bei der diesjährigen Messe findet ein Fachkongress des Österreichischen Instituts für Baubiologie und Ökologie statt. Mehr darüber jetzt. Plus Energiehaus, Passivhaus, CO2-neutrales Haus, Sonnenhaus. Konzepte für optimale Häuser sprießen allerorts. Die Vielfalt derartiger Gebäudekonzepte war Thema eines Fachkongresses im Februar 2011. Alles plus? Das muntere Sprießen der Gebäudekonzepte. Wie soll da der Bauherr noch den Durchblick bewahren? Diese Gebäudekonzepte sind möglich geworden aufgrund innovativer Entwicklungen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, was Technologien und auch Produkte betrifft. Im Prinzip profitieren die Bauherren von diesen Entwicklungen. Die Gebäude werden energieeffizienter, verbrauchen weniger Energie, Raumklima wird besser. Es ist aber sicher auch so, dass die Gebäude komplexer werden und es ist für Bauherren mit Sicherheit schwieriger, sich hier zurechtzufinden. Es gilt also, die Vorteile und Nachteile sowie die Chancen der am Markt teils konkurrierenden Konzepte auszuloten, zeitgemäß mit einer gesamtheitlichen Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen Mensch, Umwelt und Gebäude. Kann da die ÖGNB helfen? Die ÖGNB bietet ein Qualitätssiegel für Gebäude an. Man kann sich das so vorstellen, dass ein Gebäude mit verschiedenen Kriterien bewertet wird, zum Beispiel hinsichtlich Energie, Qualität der Baustoffe, Qualität des Innenraumluftklimas, Standortfunktionen. Und diese Bewertung resultiert dann in einem Qualitätssiegel, das zeigt, wie gut ein Gebäude ist. Eine besondere Herausforderung auf dem Weg zu einer wegweisenden Planung in Richtung Plus-Energiegebäude stellen Bürohochhäuser dar. Wo liegen da die Schwierigkeiten? Die Hauptschwierigkeiten liegen darin, dass die Abstimmung der Beteiligten, die Bauphysik, die Architektur, die Haustechnik und die Statik in einer idealen Form abgestimmt werden muss. Bei üblichen Planungsprozessen findet diese Abstimmung zu wenig statt. Bei einem Plus-Energie-Hochhaus muss, damit das Ergebnis optimal wird, laufend und ideal abgestimmt werden. Ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energieeffizienz ist der Zubau zum Raiffeisenhaus Wien am Donaukanal. Zusätzlich besticht es durch höchstmöglichen Nutzerkomfort. Bei einem Büroturm überhaupt möglich? Auch bei einem Bürohochhaus ist höchstmöglicher Nutzerkomfort jedenfalls möglich. Man hat gewisse Randbedingungen zu beachten. Insbesondere muss die Zuluft zugfrei eingebracht werden. Die Kühlung muss ebenfalls so erfolgen, dass keine Zugerscheinungen im Raum auftreten. Das geschieht im Raiffeisenhochhaus über sogenannte Kühldecken, wo die Kühlung primär über Strahlung eingebracht wird. Bauen im Einklang mit der Natur. Schlagworte, die in aller Munde sind. Sind sie mit jedem Baustoff zu realisieren? Wie sieht es da mit dem wohl ältesten Baustoff, dem Ziegel, aus? Ja, die Wienerberger hat in den letzten Jahren den Naturbaustoff Ziegel zu einem modernen Hightech-Baustoff weiterentwickelt, um eben diesen Anforderungen gerecht zu werden, ein ganzheitliches Bauen mit der Architektur im Einklang auch. Beispiele dafür sind unsere neue Produktlinie, das Dreifix-System oder unsere Borotherm-WI-Linie mit der innenliegenden Wärmedämmung. Eine neue Ziegelgeneration verspricht jetzt einen um 25% besseren Wärmeschutz bei vergleichbarer Wandstärke. Wie soll das funktionieren? Ja, wir stellen heute erstmals auf der Messe hier unsere neue Produktgeneration, die Borotherm WI-Linie, vor, wobei die Abkürzung WI für Wärmedämmung inklusive steht. Wir erreichen mit der Verfüllung mit Mineralwolle einen U-Wert um 0,12 Watt pro Quadratmeter und Kelvin, also ideal für niedrige Energie- und Passivhausbauweise. Das sichert dem Bauherrn geringste Heizkosten auf die Lebensdauer des Gebäudes, weil eben die Wärmedämmung innenliegend und damit geschützt ist. Beim Thema Wärmedämmung, aber auch Nachhaltigkeit, besticht auch ein anderes Material. Ytong. Wie hat man eigentlich da die neue Botschaft, ich baue doch nicht von gestern, zu verstehen? Ytong als Wandbaustoff und Ytong Multipor als Dämmstoff stehen vor allem für hochwärmedämmendes Bauen, für winddichtes Bauen, einfaches Bauen, in einem Satz zusammengefasst, für intelligentes und flexibles Bauen für die Bedürfnisse des Kunden von morgen. Ob Passivhaus oder Plus-Energiehaus, ob Privathaus oder Wirtschaftsbau, ist jedes Baukonzept mit Ytong zu bewerkstelligen? Ytong ist seit Jahren als Universalbaustoff bekannt. Ich denke aber, nebst der Erfüllung von technischen Normen und Anforderungen an das Produkt, geht es um die Bedürfnisse derer, die in ein Haus einziehen. Und damit ist das Thema Bauen viel komplexer geworden. Es geht um Flexibilität, um Wohlgefühl und vieles mehr. Mit einem Wort, um Nachhaltigkeit. Egal für welches Baumaterial oder Konzept Sie sich auch entscheiden mögen, es sollte Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen.
Das war's, meine Damen und Herren, von der Bauen und Energie 2011 in Wien. Auf ein Wiedersehen freut sich Ihr Haus- und Bauteam.